So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Gemälde. Das hatte ich bei Action geholt. Und die Strukturpaste habe ich von Amazon. Die kann ich euch gerne mal unten rein verlinken. Eigentlich hatte ich vor, auf diese Leinwand so Herzchen zu machen mit Strukturpaste. Aber ich glaube, es wird einfach so abstrakt wie auch meine Vasen. Weil, wenn ich jetzt hier Herzchen mache, ich glaube, das wird mir zu niedlich. Ich werde es versuchen. Also, ich gucke gleich mal, wie das aussieht und wie mir das gefällt. Aber ich glaube. Ich bin eher so Team, ein bisschen Struktur. So wie in dieser wunderschönen Vase. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich die gekauft habe, aber ich kam die ganze Zeit nicht dazu, beziehungsweise ich habe immer vergessen, Strukturpaste zu kaufen. Und ich musste die ja bei Amazon bestellen und es muss exakt die gleiche sein, die ich auch schon hier habe, damit ich die halt zusammen benutzen kann, weil sonst wäre es halt richtig sinnlos, wenn ich sowieso noch Paste da habe. Das jetzt nicht an die Seite geschmiert, hätte ich auch überlegt, vielleicht nur einen Teil zu machen. Das Problem ist die Strukturpaste. Die trocknet halt nicht weiß, sondern in so einem Naturton. Ich habe das extra so bestellt. Deswegen, das macht dann nicht so Sinn. Ich lasse meiner Kreativität jetzt mal ein bisschen freien Lauf und würde sagen, ich melde mich gleich. Ich habe es jetzt doch so gelassen, dass ich erstmal das gemacht habe, weil ich habe nämlich noch Acrylfarbe da. Und vielleicht gehe ich morgen damit über diese Stellen, wenn das trocken ist. Aber ich überlege, das sogar 2 Tage trocknen zu lassen, weil ich habe wirklich eine richtig, richtig fette Schicht von der Strukturpaste drauf gemacht. Und ich würde dann einfach das Weiß so ein bisschen daran anpassen, aber dass es doch ein leicht anderer Ton ist als der Beige-Ton von der Strukturpaste. Ich habe übrigens nicht alles von der Paste benutzt, aber ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe ja die Strasssteine eben schon abgemacht. Ich werde jetzt die oberste Schicht leicht anrauen. Sollte ich mir das French ein bisschen wegmachen, habe ich hier auch noch weiße Farbe, womit ich das machen kann. Und damit werde ich einfach drüber gehen. Und dann bin ich nämlich auch dann und dann sieht es auch wieder fresh aus. Ich war jetzt duschen. Ich habe meine Nägel fresh gemacht und ich finde, es ist mir ganz gut gelungen, weil ich habe halt alles abgefeilt wegen den Strasssteinen und musste das French nochmal nachmalen an manchen Stellen. Und ja, dann habe ich einfach einen Topcoat drauf gemacht und ich finde, es kann sich sehen lassen. Also jetzt so für die letzten 2 Wochen, bis ich wieder meinen nächsten Termin habe, finde ich es echt super. Und ich liebe das French. Also Pri hat das French wirklich fantastisch drauf gemalt. Es sieht so unfassbar gut aus. So, ich habe jetzt nochmal Abendessen gemacht und zwar. Ein Brot mit Frischkäse, ein Brot mit Käse und ein bisschen Gurke. Ich gucke jetzt Aito zu Ende. Danach werde ich noch was lesen und dann werde ich versuchen zu schlafen. Ich will heute früher schlafen als gestern, damit mir das wie gestern nicht nochmal passiert. Good morning in the morning, Leute. Ich gehe jetzt mit den Mäusen raus. Ich bin aber schon eine ganze Weile wach und zwar nicht erst seit 11 Uhr. Sondern viel früher. Ich hatte eigentlich vor, noch ein bisschen zu schlafen, konnte dann aber nicht mehr. Jetzt habe ich das Bad aussortiert und jetzt geht's raus mit den Mäuschen. Ich werde jetzt die Kleidersammlungstüte direkt mitnehmen, gleich einen Spaziergang machen und dann Müll runterbringen, weil ich habe einiges an Pappe hier. Was heißt einiges? Das ist also einen kleinen Karton voll. Und ja, dann mache ich noch meine Shein-Rücksendung fertig. Da ist jemand noch ganz müde. Die hat so tief und fest geschlafen, Leute. Ihr wisst nicht, mein Lustfimmer, der da noch rumflitzt. Aber ja, ich zeige euch gleich mal, was ich diese Woche für HelloFresh bestellt habe, weil das kam auch heute Morgen schon an. Ich fühle mich fett gerade. Ich werde mir gleich erstmal schön Tee machen oder irgendwas Nices zu trinken. Ich freue mich. Die Mäuse haben gerade richtig Spaß. Das ist Milos Lieblingswiese, wo wir einfach gerade sind. Lieb's. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ich habe übrigens eben schon Zähne geputzt, bevor ich mit dem Hund rausgegangen bin. Und ich werde jetzt meinen Kaffee genießen. Ich glaube, ich hole mir jetzt mein Buch und mache ein bisschen meine neue Kerze an. Meine Gingerbread-Kerze. Und genieße ein bisschen, dass ich mal früh wach bin. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich bin irgendwie ein bisschen überfordert damit, so früh wach zu sein. Also, ich habe schon meine Aufgaben auch auf meiner Aufgabenliste, aber trotzdem denke ich mir gerade so, was soll ich jetzt eigentlich gerade alles machen? Weil ich habe so viel Zeit im Vergleich zu sonst, das ist schon ein bisschen crazy. Ja, Müll habe ich jetzt eben runtergebracht. Ich mache gleich auf jeden Fall noch das Schienenpaket zu, dass ich das dann zur Rücksendung fertig machen kann. Und ich glaube, dann kämme ich meine Haare und mache mich mal dran, den Schienenhaul für euch zu drehen, weil den würde ich dann, denke ich, auch heute hochladen, dass ihr mal zwischendurch was anderes habt, außer einem Vlog, wo ich krank bin. Ja.
Ansonsten wollte ich nach dem Schienenhaul die Sell-by-Tasche auch noch zumachen. Eigentlich kann ich das auch beides dann nach dem Schienenhaul zumachen. Und ich wollte mal gucken mit meinem Standspiegel, wo ich den hinstellen könnte, um gute Bilder für euch zu machen. Weil das ist auch eine Sache, die steht auf meiner To-Do-Liste, regelmäßig Bilder machen. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich draußen Bilder machen soll oder drin. Das Problem ist, bei draußen ist es halt momentan arschkalt und wenn du dich dann umziehst in einem Smart, ist es alles offen, ist es ein bisschen schwierig. Damals mit meinem großen Auto war es noch einfach, weil hinten die Rücksitze, die Fenster waren halt abgedunkelt und da hat man dann nichts gesehen. Aber ja, ich bin gerade so stolz auf mich, dass ich einfach schon wach bin. Ich habe einfach mein ganzes Bad schon aussortiert. Ich habe einfach schon so viel von meiner To-Do-Liste erledigt. Das ist crazy. Und ich habe heute Morgen übrigens auch schon gelesen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ach so, ich wollte euch ja zeigen, was an HelloFresh-Bestellung diesmal ankam. Ich setze euch übrigens wieder einen Code von HelloFresh unten rein. Leute, das ist immer noch keine bezahlte Kooperation oder so. Und diesmal haben wir Mandelziegenkäse auf Linsensalat mit Cranberries. Sieht sehr tasty aus. Eine pikante Tomaten-Paprikasuppe. Auch sehr nice. Und Thai Basil Noodles mit grünen Bohnen. Und zur Feier des Tages habe ich eine festliche Käseplatte. Ich dachte, die könnte ganz gut eigentlich zu der Suppe passen. Und ich liebe Käseplatten. Dementsprechend ist es perfekt. Und das Geile ist, die haben richtig viel Ciabatta dazu geliefert. Und das kann man halt auch richtig gut dann zu der Suppe essen. War nicht bei der Suppe auch eins dabei? Ach ja, stimmt. Bei der Suppe ist auch noch Ciabatta dabei. Nice. Okay. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und wie gesagt, ich genieße jetzt meinen Kaffee. Ich gehe jetzt mein Buch holen. Und werde noch ein bisschen lesen, damit ich heute mit meinem Buch weiterkomme. Morgen ist Samstag und eigentlich gehe ich ja samstags immer raus, aber ich fühle mich noch gar nicht. Eigentlich wollte ich heute Abend auch mit Bordern rausgehen, aber ich fühle mich immer noch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend rausgehe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht nicht. Wir schauen mal. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal ungeschminkt die Try-On-Holz für euch abdrehen, weil geschminkt funktioniert das für mich gar nicht. Ich finde das super eklig, geschminkt Holz abzudrehen, weil dann habe ich überall in der Kleidung Make-up und gerade wenn du so viele Teile hast, das ist super unangenehm. Leute, sieht das nicht richtig hübsch aus? Mein Gott, ich lieb's. Das ist einmal der Blazer in der größeren Größe. Und ich glaube, ich mag es mehr. Ich bin nicht sicher. Ich ziehe jetzt nochmal den kleineren an. Die Hose ist auf jeden Fall 100 von 10. Die sitzt so perfekt. Mich stört halt, dass er so ein bisschen weiter ist. Der sitzt halt tailliert. Aber ich will trotzdem, dass er so ein bisschen oversized ist, wisst ihr? So, und das hier ist der kleinere Blazer. Ich glaube, ich soll doch den kleinen behalten, oder? Es sitzt halt viel besser. Es sitzt halt einfach wie maßgeschneidert. Klar, könntest du auch noch enger sitzen, aber nee, ich glaube, der Anzug ist Team kleinerer Blazer, oder was sagt ihr? Hier auch nochmal in dem Ganzkörperspiegel, wo ihr auch die Hose ein bisschen mitseht. Ich weiß es nicht. Also, das ist der kleinere. Und ich muss sagen, der sitzt halt schon besser, ne? I don't know, Leute. Shein Try On Haul ist im Kasten. Ich habe mir jetzt einmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diesen türkischen Apfeltee gemacht. Ich liebe den. Und werde jetzt noch kurz ein bisschen lesen, bis ich meinen Tee getrunken habe. Dann werde ich mich fertig machen und den Halara Try On Haul für euch drehen. Aber ich will halt den ersten Part zuerst drehen und deswegen will ich ein bisschen fertig gemacht sein. Und ich wollte auch noch ein Bücherhaul für euch abdrehen. Und liebe Leute, ich habe mir eben eine Sache überlegt. Und zwar war ich die ganze Zeit am Überlegen, wo ich hier in der Wohnung für euch Bilder machen kann. Und ich war die ganze Zeit unzufrieden damit, das vorm Schrank zu machen, weil ich denke mir so, goldene Knöpfe, je nach Outfit. Also diese Handgriffe da. Dachte ich mir so, nee, ich will eine weiße Wand, aber irgendwie hatte ich ja auch keinen Platz. Und dann ist mir das hier eingefallen. Weil ich brauche ja auch einen Platz, wo ich meinen Standspiegel gegenstellen kann. Hier ist eine weiße Wand, hier ist ein Tisch, wo ich einen Spiegel gegenstellen kann und den Tisch kann ich nach vorne ziehen. Schlau. Ja, deswegen, das werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich dann Bilder machen werde. Und das Gute ist, mein Licht ist ja sowieso immer hier wegen der Arbeit. Ja, deswegen, das habe ich mir jetzt überlegt. Und ich mache jetzt gleich noch meine Haare ein bisschen fresh, also so ein Dutt, weil ich habe jetzt gerade keine Lust, meine Haare zu waschen und ich will nachher noch Hair Oiling machen. Und muss meine Haare auch noch tönen. Das ist das Coolste, was ich in meinem ganzen Leben gekauft habe. Einfach fertiger Cookie-Teig. Ich lege jetzt die Dinge auf das Backblech, schiebe das in den Ofen und dann sind meine Cookies fertig. Mich nervt das gerade so. Ich habe die aus Versehen zu lange drin gelassen, weil ich die rausholen wollte. Da waren die noch ganz hell. Und die waren halt voll hell. Eigentlich perfekt.
Und dann waren die so weich, dass ich die nicht hochheben konnte und dachte so, komm, schmeiß die noch ein bisschen in den Ofen. Und jetzt sind die zu fest. Egal. Was soll ich machen? Ich teste jetzt. Und ich habe mir noch eine Käseplatte gemacht. Sag euch ehrlich, ich bin gestern früher als meine normale Uhrzeit ins Bett gegangen. Ich war heute Morgen so kaputt. Ich war so kaputt. Ich habe jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade haben, aber ich glaube 2 Stunden länger geschlafen oder 2,5. Ich war zu müde. Das ging nicht. Ich konnte nicht mal aufstehen, um mit der Hand rauszugehen. Und ich dachte mir so, komm, solange du früher aufstehst als im Normalfall, let's go. Wir kommen noch in diesen Rhythmus rein. Ich muss mich nur erstmal dran gewöhnen. Aber ich habe es wenigstens geschafft, früher als sonst schlafen zu gehen. Ich muss auch die kleinen Fortschritte loben. Es kann nicht jeder Tag so laufen wie gestern, wo ich 2 Stunden vor dem Wecker wach werde, den ganzen Tag durchhustle, ohne Mittagsschlaf oder so zu machen. Ich sage jetzt extra dazu, ohne Mittagsschlaf, weil das für mich ist jetzt kein Mittagsschlaf normal, aber dafür, dass ich sonst viel, viel länger schlafe. Ja, der Kleine hier ist super doll im Schmusemodus mal wieder. Wie jeden Morgen. Und ich gehe jetzt mit den Mäusen raus. Und dann schaue ich mal, was ich da mache. Ich glaube, dann gehe ich erstmal sonnen, damit ich meinen Rhythmus mit 2 Tagen heute mal beibehalte. Weil ich nämlich am Mittwoch ja bei Selma bin und wir haben heute Samstag. Dann gehe ich Montag nochmal. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Ich war jetzt mit den Hunden. Ich habe jetzt meine Zähne geputzt, mein Gesicht gewaschen, meine Augenbrauen gezupft. Ich werde jetzt noch meine Wimpern an der rechten Seite nochmal liften. Weil ihr seht, dass hier gehen die schön nach oben. Und hier sind die so bisschen gerader. Ja, deswegen, ich werde jetzt meine Wimpern rechts liften und dann werde ich schnell sonnen gehen. So, ich lasse die Lotion jetzt relativ kurz drauf, weil ich das Lashlifting ja erst so vor, ich würde schätzen, 2 Wochen gemacht habe. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich kriege rechts den Schwung nicht so hin und ich dachte mir, ich werde es jetzt diesmal einmal versuchen. Ich habe jetzt auch ein kleineres Pad für die rechte Seite genommen. Ich nehme ja links immer ein M-Pad, eigentlich an beiden Seiten ein M-Pad. Ich habe jetzt rechts ein S-Pad genommen. Und werde jetzt mal gucken, wie es wird. Drückt mir die Daumen, dass es gut wird. Dann schauen wir gleich mal. Ich hoffe, dass beide Seiten endlich gleich mal gleich aussehen. Ja, das Ding ist, ich habe es immer gerettet bekommen mit Wimpern hochbiegen und so beim Schminken. Das war jetzt nicht das Problem, aber es nervt mich trotzdem. Ich will ja, dass beide Seiten anständig geliftet sind. So Leute, ich habe euch jetzt noch die Story für die Linsen abgedreht, habe meine Wimpern geliftet und werde jetzt schnell sonnen gehen, damit ich das auch erledigt habe. Ich hatte die Tage übrigens mein Bücherregal mal neu sortiert und habe jetzt noch die Bücher eingeräumt, die ich euch eben abgedreht habe. Und hier oben sind halt jetzt Romane. Hier sind auch noch ein bisschen Romane, Fantasy. Hier sind Thriller und gruselige Sachen. Ich weiß gar nicht, in welches Genre die reingehören. Das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal nachgucken. Dann haben wir ab hier alles an Sachbüchern. Und das habe ich ein bisschen nach Farben sortiert. Ich fand das eigentlich ganz cute. Und da unten rechts in der Ecke sind die Bücher, die ich behalte, aber schon gelesen habe. Und der Rest wird ja immer Stück für Stück aussortiert. Also alles, was ich da noch gelesen habe, sortiere ich aus und verkaufe ich auch direkt. Und ja, so sieht mein Bücherregal jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen von Plentyhol, die ich mir die letzten Tage geholt habe. Im Übrigen spart ihr auch sehr, sehr viel Rabatt mit dem Code NessaRX35. Kommt immer darauf an, ob ihr schon mal bestellt habt oder nicht. Deswegen sage ich immer, es ist einiges an Rabatt und die haben zwischendurch auch immer sehr, sehr viele Aktionen. Ich teile euch das immer auf Instagram. Das erste Teil ist übrigens dieses Oberteil hier. Ich finde das so unfassbar schön. Leute, das ist einfach toll. Also mag es sehr, sehr gerne vom Fit, vom Sitz her. Und es sieht echt schön aus. Und gerade dieser richtig weite Ausschnitt, ich finde das sehr schön. Dann haben wir als nächstes einmal diese wunderschöne Cardigan. Leute, ich finde die auch so schön, ne? So toll verarbeitet. Und gerade dieses Detail, dass das hier vorne so offen ist, aber auch nicht zu viel des Guten, finde ich ganz toll. Dann haben wir noch dieses Oberteil hier. Und Leute, das ist so richtig festtagstauglich. Also ihr könnt das so nach oben ziehen, ihr könnt das aber auch nach unten hin tragen, wie euch es besser gefällt und ich finde das sehr schön. Ich hätte allerdings eine Größe kleiner nehmen können, dass das hier noch so ein bisschen enger sitzt, aber ansonsten gefällt es mir auch sehr gut. Wie hübsch ist es bitte, Leute? Ich kann doch nicht mehr. Leute, das sieht so schön aus. Ich mag diese Blume und das Geniale ist, ihr könnt die halt hinmachen, wo ihr möchtet. Also ihr könnt so gesehen das hier auch schnüren, wie ihr möchtet. Und ich finde es sehr hübsch. Also es ist wie so ein Bandeau-Top und dann noch diese Dinger hier. Theoretisch könnt ihr die Blume sogar abmachen und separat noch an irgendwas machen. Ich finde das so süß. Dann haben wir als nächstes dieses Oberteil. Und Leute, das ist auch so schön, ne? Diese Asymmetrie. Ich liebe sowas.
Und es ist auch perfekt geschnitten. Ich liebe das Material. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Zu guter Letzt haben wir dann diesen wunderschönen Blazer. Ich habe mir noch die passende Anzugshose dazu geholt. Die ist allerdings noch nicht angekommen. Aber ich liebe den Farbton, Leute. Können wir kurz drüber reden, dass der Farbton einfach der Wahnsinn ist. Ich liebe dieses Babyblau, dazu eine Jeans. Oder halt, wie gesagt, das als kompletten Anzug. Ich liebe sowas. Egal, ob ihr das zumacht, nichts drunter anzieht oder ein schönes Top, ist es so nice. Ich habe Lust auf Suppe. Und deswegen machen wir jetzt Suppe zusammen. Suppe ist fertig. Ich habe mir jetzt bei einem Ciabatta Mozzarella mit überbacken und bei dem anderen halt nicht. Und ich werde es jetzt genießen. So, ich habe jetzt gegessen. Mein Lippenstift ist komplett lost in the ocean. Ich habe überall Essen hängen, habe meinen ganzen Pullover versaut und esse gerade diese Dinger. Super lecker. Also richtig, richtig lecker. Und ja, ich esse das jetzt noch. Guck Aito zu Ende. Und dann gehe ich gleich Zähne putzen und dann schlafen. Ich muss unbedingt morgen meine Haare tönen, weil meine ganze Tönung ist ausgewaschen. Ich habe ja eben noch Haare geschnitten. Eigentlich hatte ich vor, heute zu waschen, aber ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf diesen Film mit Haare waschen, dann tönen, dann nochmal waschen, dann föhnen. Und gar keinen Bock, deswegen mache ich das morgen in Ruhe. Und ich werde gleich noch was lesen. Ich habe das Essen jetzt abgedeckt, habe die Spülmaschine angestellt. Und muss unbedingt Wäsche waschen. Ja. Good morning in the morning. Süß. Ich bin jetzt seit einer Stunde wach. Ich muss ehrlich gestehen, ich will ja jeden Tag jetzt um 11 aufstehen. Ich habe es heute Morgen erst um 12 geschafft. Und ich war noch so, deswegen haben wir jetzt 13 Uhr. Aber ich bin wach geblieben. Auch wenn ich die Zeit am Handy verbracht habe, weil ich habe kurz überlegt, komm, liest du, damit du wach wirst? Und ich dachte mir so, nein, Mann. Also mein Buch ist zwar gerade super spannend an der Stelle, aber wenn ich jetzt lese, dann penne ich direkt wieder ein. Deswegen, ich muss irgendwas machen, was mich in dem Moment beschäftigt und wach hält. Ich hatte noch Bada angerufen, der ist aber nicht rangegangen, der war selber noch am Schlafen. Süße Maus. Ja, und deswegen, ich gehe jetzt mit den Mäusen raus. Und dann werde ich meine Haare waschen, Tönung draufpacken, Videos schneiden und mich danach fertig machen. Ich freue mich. So Leute, ich war jetzt mit den Mäusen draußen. Und kriegen jetzt erstmal ihr Frühstück. Afito schon. Ja, ich werde mich jetzt ans Haare waschen machen. Meine Haare waschen. Und dann geht's ans Video schneiden. Irgendwie heute, ich bin gar nicht motiviert auf gar nichts. Die letzten Tage, ich war immer so, ah, cool, der Tag startet, wuhu. Und heute denke ich mir so, kann ich bitte ins Bett gehen? Ja, toll. Ich musste gerade mal gucken, wo ich euch hier abstellen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit Haferwurf im Kopf. Tönung ist drauf. Ich gebe mich jetzt ans Video schneiden. Ich muss noch eine Kooperation schneiden. Und danach schneide ich noch das Video, was heute online kommt, damit es auch hochgeladen wird. Das hätte ich auch gestern mal vorbereiten können, aber irgendwie, ich hab vergessen. Aber ich glaube, ich mache heute den Bücher-Haul für euch. Ich glaube, das wird ganz interessant. So Leute, ich bin mich gerade hier am fertig machen und am schminken. Ich bin ein bisschen lost heute, um ehrlich zu sein. Also irgendwie, ich bin auch heute wieder richtig müde. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Und das macht mir einfach richtige Probleme. Also, ich hoffe, dass ich schneller in diesen Rhythmus noch reinkomme als jetzt gerade, weil gerade ist einfach Katastrophe. Das Gute ist einfach, wenn ich meinen Rhythmus mit 11 Uhr hinbekomme, kann ich halt immer noch früher aufstehen, wisst ihr? Aber ich muss erstmal das hinbekommen, weil das halt fällt mir alleine schon unnormal schwer. Ja, Video für heute habe ich eben geschnitten. Das müsste jetzt gleich auch, glaube ich, fertig sein. Ich würde das gerne... Oh. Ich würde das gerne um 16 Uhr so ungefähr online stellen. Ich muss gleich auch noch ein Outfit raussuchen und meine Haare machen. Und ich habe überlegt, eigentlich wollte ich heute diese Hot Rollers hier testen. Vielleicht mache ich die einfach in meine Haare. Das ist mein heutiges Make-up of the Day. Übrigens musste ich mir hier eine neue Lampe bauen, weil ich habe jetzt meine Tageslichtlampe weggepackt, weil mich nervt das, wenn das hier die ganze Zeit steht.
Mein Make-up sieht halt gut aus. Was mich nervt, wenn ich sonnengehe, seht ihr, dass meine Sommersprossen kommen dann durch. Egal wie deckend meine Foundation ist. I don't like it, aber damit müssen wir jetzt arbeiten. Ich mag mein Make-up. Ja, Lipgloss kommt immer drauf, ganz zum Schluss. Am besten kurz bevor wir aussteigen und in die Location gehen, weil gar keinen Bock, dass meine Haare da drum kleben. Ja, ansonsten, I like it very much. Ich habe übrigens diese Nacht so geschlafen, dass ich eine Decke unten unter mir hatte und die andere, damit habe ich mich zugedeckt und ich liebe es so zu schlafen. Das fühlt sich einfach an wie in einem Schlafsack und es ist super bequem. Ich liebe das. Ja, Video geht jetzt online mit 6 Minuten Verzögerung, aber ist nicht schlimm. Das stellen wir jetzt direkt mal online und dann poste ich das Ganze. Leute, guck mal bitte, was Licht ausmacht. Crazy. Ja, dann poste ich das Ganze noch und dann geht es für mich, wie gesagt, jetzt ans Haare föhnen. Übrigens, ich habe euch ja gestern den Bücherhaul abgedreht, der heute auch online kommt und er ist so süß geworden irgendwie. Ich mag ihn total. Ja, und ich bin gespannt, was ihr sagt, weil ich habe ja da drin diese dicken Ketten an und ich weiß selber noch nicht, was ich davon halten soll. Deswegen, wir gucken mal eure Reaction an. Ich muss jetzt gleich mal diesen Krümmel hier wegmachen. Ja. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal, was das für ein Outfit wird. Und ich freue mich. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich musste hier vorne den Bereich nochmal waschen. Meine Haare fühlen sich so eklig an. Guck mal, wie die aussehen. Die sind frisch gewaschen. Ich kann jetzt nicht auch mal über alles drüber waschen. Ey, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So, meine Haare sind gemacht. Make-up sitzt. Outfit ist ausgesucht. Ich werde jetzt mit euch mal diese Dinger hier öffnen. Problem ist, ich kann mich gerade nicht mal freuen, egal ob die gut werden oder nicht, weil meine Haare, ich habe es euch eben schon mal gesagt, das fühlt sich an, als hätte ich irgendwas in meinen Haaren. Aber die Lock ist echt gut geworden, krass. Oh, wir hängen hier irgendwo fest. Interessant. Ja, ich muss das auf jeden Fall nochmal mit anständig gewaschenen Haaren ausprobieren. Aber bisher sieht es echt gut aus. Ich muss mir so meine Extensions gleich noch reinmachen. Perfekt. Oh Leute, ich liebe das, dieses frische, getönte Haare-Erlebnis. Oh, es nervt mich gerade so hart, dass meine Haare sich so eklig anfühlen. Ja, diese Knicke sind nicht so geil. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt an dem liegt, was ich hier reingemacht habe, oder daran liegt, dass meine Haare sich so eklig anfühlen. I like. Gott sei Dank habe ich vorne nochmal drüber gewaschen, weil das wäre sonst eine reine Katastrophe geworden. Aber I like. Es sieht voll gut aus und das sogar, obwohl ich noch nicht mal Extensions drin habe. Ich mag's. Ein kurzer Outfit-Check. Ich habe einmal diese Ohrwärme an und den Mantel von Shein, dann dieses Oberteil, eine Jeans und eine kleine Tasche. Good morning in the morning. Ich habe jetzt schon mein Mantelchen angezogen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich gehe jetzt schnell sonnen und stelle eine Maschinenwäsche bei mir an, weil die kann in der Zeit waschen, wo ich sonnen gehe und mein Paket wegbringe. Und dann werde ich lesen. Ich hatte eigentlich vor, erst zu lesen und dann dachte ich mir gerade so, nein, erledige erst alles und dann kannst du einfach den ganzen Tag durchlesen. Ich war gerade sonnen und ich sitze jetzt einfach mit meinem kalten Kaffee im Auto und genieße den und habe noch 1% Akku. Ich muss dringend meinen Akku laden, werde jetzt noch Wäsche aufhängen und dann wieder zurückfahren und lesen. So, ich habe jetzt einmal meine ganze Wohnung komplett aufgeräumt, einmal hier durchgestaubsaugt. Ich muss noch wischen, aber ich überlege jetzt gleich kurz zur Action zu fahren und mir diesen Swiffer Nasswischer zu holen, weil ganz ehrlich, ich wische zwar auch gerne mit Ajax, aber bei so einer kleinen Wohnung lohnt sich das gar nicht unbedingt. Ich mache das Wasser zwar immer ins Waschbecken, aber ich habe auch manchmal keine Lust, diesen Schwamm immer auszudrücken und das dann trocknen zu lassen. Und deswegen hatte ich überlegt, mir diesen Nasswischer von Swiffers zu holen mit diesen Dingern drin. Ist zwar ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, daher, dass ich sowieso größtenteils Teppich liegen habe, lohnt sich das für mich voll für diese Zwischenteile einfach zwischendurch einmal die Woche wenigstens damit durchzuwischen, weil ich wische jetzt auch nicht so übertrieben oft, ne? Also habe ich ja damals in der Wohnung auch nicht gemacht, da habe ich aber auch noch diesen Wischroboter gehabt, aber ich würde definitiv öfter wischen als normal, wenn ich diesen Swiffers habe und deswegen überlege ich jetzt gleich zu Action zu fahren, weil ich brauche nämlich auch noch diesen Blue Wonder Reiniger. Ich habe nämlich hier einige Stellen, wo ich
echt viele Flecken drin habe. Und zwar in meinem Sitzpuff. Ich brauche den Reiniger auch für meine Couch, wenn die da ist. Und an meinem Esstischstuhl ist mir auch was daneben gegangen. Und meine Teppiche haben auch ein, zwei Stellen. Deswegen wollte ich mir das holen, weil das hatte mir damals der Mann schon empfohlen, als ich die Couch gekauft habe, beziehungsweise bestellt habe. Und ja, mein Gemälde habe ich auch noch nicht zu Ende gemalt. Es steht aber schon da und es sieht sehr hübsch aus. Und das Einzige, was jetzt noch rumliegt, ist einmal die Sachen für die Sell-by-Tasche, die ich noch nachbestellen musste, weil ich einfach zu viel der Sachen hatte. Und das Zweite ist, ich habe jetzt noch Wäsche gewaschen und werde jetzt die andere Maschine noch aufhängen und dann losfahren. Leute, ich bin mad. Die Waschmaschine wäre schon lange fertig. Ich bin eben auf irgendeinen Knopf gekommen und ich wusste nicht, dass wenn die Maschine läuft und du kommst auf einen Knopf, dass die sich dann umstellt. Auf einmal steht da gerade 3 Stunden, 30 Minuten und ich denke mir so, Bro, ich habe die Maschine angemacht, damit die eine Stunde wäscht und ich warte schon seit einer Stunde. Hat auch kein Mensch jetzt verstanden. Jetzt habe ich die Maschine auf 15 Minuten gestellt, damit der endlich alles rausguckt und ich losfahren kann, weil es nervt. Ich wollte schon lange auf dem Weg sein und ich warte die ganze Zeit, damit diese Kackmaschine fertig wird. Ja, egal. Die 15 Minuten kann ich jetzt auch noch warten und dann mache ich mich auf den Weg. Leute, wie random. Wir stehen einfach mitten auf der Autobahn vor so einer Brücke. Ein LKW-Fahrer bleibt einfach stehen und steigt aus. Cool. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zu meinem Zahnarzttermin. Oh, er fährt weiter. Er hat wahrscheinlich vergessen zu gucken, ob er da überhaupt langfahren darf. Das war gerade sehr witzig, weil er hier kompletten Stau verursacht hat. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zu meinem Zahnarzttermin. Aber egal, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also gut, dass er nochmal nachgeguckt hat, weil er hat wahrscheinlich einfach vergessen, vorher auf die Schilder zu achten. Und ja, deswegen, ich würde sagen, ich melde mich einfach später. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ich bin, wie gesagt, jetzt auf meinem Termin zum Zahnarzt. Kein Bock. Ich wollte euch noch einen kleinen Action-Haul geben. Ich war ja gestern bei Action einkaufen. Ich habe mir einmal so zwei Söckchen geholt. Die sind ganz weich. Dann habe ich einmal so eine Schale geholt. Da wollte ich das Hundespielzeug reinmachen, weil ich habe zwar eine, aber die ist zu klein geworden, weil die einfach zu viel Spielzeug haben. Dann habe ich eine neue Toilettenbürste geholt. Ganz importante. Müllbeutel, diesmal mit Zitronengeruch. Blue Wonder soll der absolute Killer sein, also richtig perfekt sein bei Flecken. Das werden wir gleich ausprobieren. Dann einmal diese WC-Dinger. Und ich habe mir diesen Swiffer's Wet, keine Ahnung wie er heißt, geholt. Und dafür zweimal Nachfüllpacks. Ihr steht gerade auf dem Swiffer's drauf. Das ist der Swiffer's, den ich geholt habe. Und damit werde ich gleich mal durchwischen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, der Blue Wonder Fleckenentferner funktioniert gut, weil den werde ich gleich auch mal testen hier auf dem Teppich, auf meinen Stühlen, auf meinem Sitzpuff im Schlafzimmer. Ich habe jetzt die komplette Wohnung einmal gewischt, räume jetzt den Rest noch weg. Der Boden müsste jetzt auch trocken sein. Und ich werde dann, glaube ich, ein bisschen lesen. Meiler kommt jetzt so in 1,5 Stunden. Ich werde mich jetzt noch eine Stunde hinlegen und kurz schlafen. Ich bin so müde von heute Morgen. Und dann werde ich mich jetzt gleich fertig machen. Ich werde, glaube ich, heute. Ich glaube nicht, sondern ich werde meine Haare heute zutragen, weil das hier kann man halt echt niemandem antun. Vielleicht mache ich aber heute vorne so ein Strähnchen raus. We will see. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt gleich fertig, aber ich brauche jetzt erstmal kurz eine halbe Stunde Schlaf. Und dann geht's ans Make-up machen. Auf geht's, los geht's, Freunde der Sonne. Ich muss mich gleich noch umziehen. Ich habe jetzt meine Thermohose erstmal angezogen. Ich war so müde und diese 1,5, ja okay, nicht 1,5 Stunden, so eine Stunde, 20 Minuten Schlaf. Oh, das tat so gut. Jetzt geht es mir auch wieder gut. Ich habe immer noch nichts gegessen. Und dementsprechend habe ich Hunger. Aber ich glaube, wir gehen sowieso auf den Weihnachtsmarkt, uns was zu essen holen. Guck mal, bitte dieses Meize da hinten. Ja, meine Haut ist gerade ein bisschen schwierig. Deswegen ist nicht schlimm, aber ja. Ich gucke jetzt, glaube ich, Temptation Island, die neue Folge, während ich mich fertig mache. Weil dann kann ich nämlich heute Abend entspannt lesen. Ich glaube, das ist die vorletzte Folge. Und da bin ich sehr gespannt aufs Wiedersehen. Ich habe eben übrigens meine Brow-Routine für euch geschnitten. Und ich muss sagen, an dem Tag, ich habe euch ja alles abgedreht. Und kennt ihr das, wenn man was abdrehen will und man will, dass es perfekt wird? Das wird nichts. Ja, genau so habe ich mich gefühlt, weil irgendwie, ich weiß nicht, meine Augenbrauen sehen schon aus wie immer, aber irgendwie auch gar nicht. Deswegen, ja,
keine Ahnung. Am liebsten würde ich mein Make-up bis morgen drauf lassen, weil ich morgen früh ja bei Selma bin und danach bin ich wahrscheinlich mit einer Freundin. Ich habe gar keinen Bock, morgen früh so früh aufzustehen, um mich fertig zu machen. Let's see. Ich habe das, glaube ich, einmal oder zweimal in meinem Leben gemacht, dass ich mit Make-up schlafen gegangen bin und das Original dann am nächsten Tag getragen habe. Ich bin da eigentlich gar kein Fan von. Aber das Krasse ist bei mir, wenn ich mein Make-up über Nacht trage und damit schlafen gehe, es sieht am nächsten Tag legit genauso aus wie am Vortag. Das ist crazy. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes mache als normale Menschen bei ihrem Make-up, aber so wie ich sette und so, ich könnte mein Make-up wirklich 2 Tage tragen, ohne dass es irgendjemand merken würde. Ja, so jedenfalls, ich würde sagen, bis gleich. Ich melde mich nochmal komplett fertig gemacht wieder. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe so einen Strick-Zweiteiler an. Ich ziehe jetzt noch Ohrringe an. Ich glaube, ich werde meinen Fellmantel anziehen, weil mir ist richtig kalt heute. Und ja, boah Leute, ich habe meine Haare so lange nicht mehr so getragen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob ich es gut finde oder nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ich habe jetzt einmal so einen Strick-Zweiteiler an, mein Fellmantel. Ich zeige euch das mal kurz. So, das ist mein Strick-Zweiteiler, mein Fellmantel. Und ich ziehe jetzt gleich noch so Ohrenwärmer an. Du bist keine Babymaus. Ich weiß, ihr wollt mitkommen, aber ihr müsst kurz hier bleiben auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist mir zu gefährlich mit euch beiden. Ja, auf jeden Fall, Myla müsste jetzt jeden Moment da sein. Ich werde euch die Maus mal zeigen, wenn das für sie in Ordnung ist. Und ja, ich freue mich voll. Das wird ein cooler Abend. Sieht so tasty aus. Leute, ich habe die Einverständnis bekommen. Du so, ich sag nur mit Jacke an. Was machst du im Vlog einfach so? Ich vlog doch immer meinen Alltag. Meine Haare sehen ja richtig demoliert aus. Willst du winken? Leute, wir waren eben einfach auf dem Weihnachtsmarkt. Das war eigentlich echt cool so alleine. Ja, voll. So, wir waren gefühlt fast alleine, weil es war unnormal am Regnen. Meine Schuhe sind einfach fast komplett nass geworden, aber ich hatte Glück, weil ich hatte diese dicken Socken an. Und die Mäuse waren einfach hier am Chillen. Ich glaube, hätte ich die mitgenommen, das wäre Katastrophe geworden. Ja. Weil die kannst du dann auch nicht laufen lassen, wenn das so nass ist. Ja, jetzt sind wir hier, jetzt rauchen wir eine Pfeife. Und wir haben ein paar Getränke gekauft. Ich zeige dir. Keiner weiß, warum wir lachen. Die denken, safe, wir haben Alkohol oder so gekauft. Nein, Leute, wir trinken nicht. Die Maus muss ja auch noch nach Hause fahren. Ja. Meine Stimme ist übrigens immer noch nicht da. Keiner weiß, warum. Und ich habe meinen Zahnarzttermin überstanden. Ja, eigentlich. Leute, wie süß ist Maida? Sie hat mir dieses Kleid mitgebracht und meinte, ihr steht es nicht. Und ich finde es so pretty. Ich liebe es. Oh mein Gott, das ist richtig süß. Übrigens, unser Abend war richtig, richtig schön. Wir hatten richtig viel Spaß. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, haben uns Essen geholt, ganz viel gequatscht. Es war ein sehr, sehr toller Abend. Wir haben uns nach einer Ewigkeit wieder gesehen. Und ja, ich würde sagen, ich schminke mich jetzt gleich ab. Werde ein bisschen lesen, schlafen. Morgen bin ich bei Selma. Ich freue mich so sehr. Und ja, ich habe jetzt noch meine Leggings und so drunter. Also nicht, dass ihr euch wundert, aber es ist richtig süß. Also hier nochmal ein dickes Dankeschön an die Maus. Übrigens hatten wir uns so einen Eistee geholt. Der ist echt gut. Also ich muss sagen, Pfirsich war jetzt nicht so. Aber Zitrone war sehr gut, weil es war nicht zu süß. Es war aber guter Geschmack. Es hat richtig nice geschmeckt. Und ich gönne mir jetzt noch gebrannte Mandeln. Ich habe mir so ein richtiges Riesenpack geholt für 13 Euro, Leute. Unfassbar die Preise. Das ist echt unverschämt. Aber das gönne ich mir jetzt. Ich bin schon fast bei der Hälfte angekommen. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Und ja, ich war eben noch mit den Mausis draußen. Morgen bin ich, wie gesagt, bei Selma und abends wäre ich verabredet mit einer Freundin. Muss mal gucken, ob das morgen alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber das wird gut. Good morning in the morning. Ich habe heute mal wirklich ausgeschlafen. Wir sind gestern so früh eingeschlafen. Dann sind wir nochmal wach gewesen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und ich habe, mein Goal ist ja um 11 Uhr aufzustehen. Ich habe einfach nur bis 12 Uhr geschlafen. Obwohl ich mir gesagt habe, komm, schlaf aus. Ich habe bis 12 geschlafen. Jetzt haben wir eins. Ich werde mich jetzt ans Videoschneiden für heute begeben. Denn das habe ich gestern noch nicht gemacht. Und ich müsste eigentlich auch ein Video für morgen vorbereiten. Das könnte ich aber zur Not auch heute Abend machen. Und ja, ich würde sagen, los geht's mit der Arbeit. Und let's see, wann wir durch sind.
Video für heute ist geschnitten und vorbereitet, geht jetzt in 3 Minuten online. Ich bin gespannt, wie ihr es findet, weil ich euch meine ganzen Routinen abgedreht hatte. Gestern kam schon meine Brow-Routine online, heute meine Foundation- und Base-Routine, morgen Augen und übermorgen wahrscheinlich Lippenroutine. Ich bin mit den Mäusen gerade noch im Bett und ich habe heute sehr viel Zeit im Bett verbracht. Also im Gegensatz zu den letzten Tagen war das mal wieder eine Abwechslung. Ich werde mir jetzt, glaube ich, HelloFresh kochen. Ich hatte eben überlegt, mir dieses Porridge von meinem Müsli zu machen. Aber ich habe dann doch mehr Hunger. Und ich habe eben noch eine DM-Bestellung gemacht. Ihr wolltet so oft ein DM-Haul sehen. Und ich habe jetzt auch so viele Snacks in den Haul mit reingepackt. Also mehr Snacks als alles andere. Einfach, um das mal auszuprobieren, weil ich will ein bisschen gesünder snacken, wenn ich snacke. Und ja, ab nächstem Jahr will ich sowieso ein bisschen mehr darauf achten, weniger Zucker zu konsumieren. Und wenn ich halt Snacks esse, dass es halt eher so gesündere Snacks sind. Und ich finde, DM hat da halt schon eine echt gute Auswahl. Und deswegen wollte ich mich da mal ein bisschen durchtasten. Und ja, ich bin noch mit den beiden kleinen Zuckerpuppen. Ich glaube, die müssen heute ein bisschen früher raus, weil ich heute Morgen auch viel früher mit denen war. Ich war kurz vor 10 mit denen draußen. Eigentlich gehen wir so gegen 12. Siehst du einen Wurm? Ich habe überlegt, die heute vielleicht zu schneiden. Nicht beides zu machen, also nicht waschen und schneiden, aber wenigstens zu schneiden. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, das ging richtig, richtig schnell. Das sind so Chili-Nudeln mit so einer Soße, Bohnen und Nüssen und es sieht richtig lecker aus. Leute, ich bin gerade so genervt. Ich war gerade mit den Hunden draußen, dachte so, komm, fährst du direkt zur Post, gehst du dein Paket abholen, weil der Vollidiot nicht bei mir geklingelt hat. Ich war die ganze Zeit zu Hause und er hat nicht geklingelt. Jetzt fahre ich zur Post, jetzt haben die seit nicht mehr eine Stunde Pause, jetzt haben die anderthalb Stunden Pause und ich bin 4 Minuten zu spät dran. Jetzt kann ich hier nachher nochmal hinfahren. Ich bin gerade fallen. Ich werde mich jetzt ready machen. Ich werde mich jetzt schminken. Wir gehen gleich was essen. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Es gibt so geile Trüffelpasta in dem Restaurant, wo wir jetzt gleich hingehen. Und habe ich hier einen Pickel? Mein Gott. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt ready. Schmink mich. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll, aber gucken wir gleich. Mein Make-up ist done. Ich habe jetzt noch ein Video für euch geschnitten, was heute online kommt. Ich werde jetzt schnell meine Haare föhnen. Ich habe mir übrigens diese Teile hier bei Amazon bestellt. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert davon, weil das ist richtig toll. Und ich werde damit heute meine Haare stylen. Ich werde heute sogar meine Haare damit stylen, indem ich meine Extensions sogar vorher einsetze, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und ich bin ganz excited. Ich werde heute voll das süße Outfit anziehen und ich hoffe, es ist so, wie ich mir das gerade vorstelle, weil das wird super. Ich habe euch ja eben war das gezeigt, dass ich mir so ein neues Kit geholt habe. Und ich muss sagen, letztes Mal bei meinen Naturen hat es super funktioniert. Nur letztes Mal hatte ich ja diese Schicht auf meinen Haaren. Ich habe auch diesmal wieder das Gefühl, ich habe diese Schicht auf meinen Haaren und ich habe die Befürchtung, das liegt an der Kur, die ich mir gekauft habe. Und das ist schlecht, weil ich mir extra so eine XL-Packung davon geholt habe und nur Gutes davon gehört habe. Aber irgendwie funktioniert sie anscheinend nicht für mich. Und das ist schlecht. Ich nehme bei dem Kit nur die großen Lockenwickler. Und das Einzige, was ein bisschen doof ist, die unteren kriegt ihr ein bisschen schwer raus. Aber ich denke mal, das kommt auch mit der Zeit, dass es dann besser funktioniert. Ihr nehmt es dann raus, setzt es hier an und fangt an, das drum zu wickeln. Ich gucke jetzt auch nicht übertrieben, dass es wirklich perfekt gewickelt ist. Ich gebe mir halt Mühe, aber mein Gott, selbst wenn nicht, dann Idees, hau Idees. So, ich wickle auch ziemlich dicke Strähnen diesmal drum, weil ich auch diesmal mit meinen Extensions arbeite. Und also ich muss sagen, bisher bin ich sehr, sehr happy damit. Das Einzige, was halt leicht irritierend ist, ist das Lämpchen, was da dran ist. Das geht halt nicht aus. Also das leuchtet die ganze Zeit rot. Hätten die ein bisschen besser machen können. Entweder, dass das Lämpchen ausgeht, wenn es warm ist. Oder dass es halt dann grün umschwenkt. Fände ich persönlich ein bisschen besser. Aber ich bin halt jetzt auch kein Lockenwickler-Entwickler. Ich treffe mich, wie gesagt, jetzt gleich mit Lo. Wir gehen schön was essen. Ich freue mich unnormal. Weil ich war in diesem Restaurant einmal und ich muss sagen, es war echt lecker. Also als ich das letzte Mal da war, das tat weh. Und es wird warm. Wichtig ist, ich versuche halt wirklich die Enden komplett mit reinzunehmen. Weil die Enden für mich immer am meisten eingedreht sein sollen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit Extensions. Ich bin ja die ganze Zeit hin und her gerissen und am Überlegen, mir Extensions machen zu lassen für die Verdichtung. Und ich weiß nicht, ob ich Tapes nehmen soll. Oder Tressen, weil Bondings funktioniert für mich überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Und ich hätte halt gerne nur eine Reihe dann
Entweder mit Tapes oder halt eine Tresse, die einmal so ringsrum geht. Ist ja dann so, wie ich es einsetze, weil ich sitze hier vorne zwei Zweierclips und hinten einen Dreierclip ein. Und einmal ringsrum möchte ich halt eine Tresse haben. Ja, ich habe übrigens gerade so einen Jumpsuit von Shein an. Ich liebe den. Es wird heute übrigens richtig witzig, so auf Toilette zu gehen, weil ich mich einfach komplett dafür ausziehen muss. Gar keinen Bock drauf, aber egal. Ich habe heute mal anderen Schmuck angezogen als sonst, weil ich jetzt keine Lust hatte, jetzt nochmal rauszurennen. Aber in letzter Zeit, ich trage momentan echt lieber Ohrstecker, anstatt so Kreolen. Ich glaube, ich bin einfach das Girl, was im Sommer lieber Kreolen trägt und ein bisschen mehr Schmuck noch als sonst. Ja, ich habe ja in letzter Zeit immer meinen Standardschmuck. Aber heute hatte ich mal Lust auf ein bisschen mehr Silber, weil ich so ein Jumpsuit halt anhabe. Es ist faszinierend. Ich habe auf Instagram jetzt seit ein paar Tagen, bin ich keinen Filter mehr am Benutzen. Und es ist einfach faszinierend, dass ich mich in meinen Videos hier maximum wohlfühle. Egal, wie ich mich hier zeige. Egal, ob ungeschminkt und fettige Haare oder sonstiges. Ich fühle mich eigentlich immer wohl in meinen Videos, wenn ich hier auf YouTube einen Vlog drehe. Aber auf Instagram ist es einfach, triggert es Jahrtausends für mich. Ja. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal antrocknen. Ich hoffe, ich vergesse euch nicht gleich zu zeigen, wie ich gleich aussehe. Ich habe mir übrigens hier sowas hier geholt. Schmeckt aber jetzt nicht so gut. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal schnell zusammen auf, weil Lo ist da und ich muss runter. Ist gerade ein bisschen schlecht, weil ich hätte noch ein bisschen ziehen müssen, aber egal. Wir gucken jetzt mal, wie das geworden ist. Das sieht amazing aus. Oh mein Gott, nice. Lo hat mir beigebracht, das bitte im Drehen rauszuziehen. Das machen wir auch. So. Ich weiß nicht, ich komme damit besser klar, wenn ich vorne die Strähne föhne, anstatt die einzudrehen. Boah, es sieht richtig gut aus. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, sieht das gut aus. Ich bin ja sonst immer so, dass ich sage, Leute, bereitet eure Extensions vor. Aber das geht tausendmal schneller. Ihr müsst nichts vorbereiten. Ihr klippt eure Tressen rein, macht die so rein. Es zieht auch nichts, weil ihr das nicht extrem nach oben klemmt. Geil. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ich kann nicht mehr. Durch das mal unten verlinken. Heftig. Oh mein Gott. Wow. Wow. I'm back at home. Ich werde jetzt, glaube ich, noch ein Video für euch drehen und überlege noch den Schienenholz zu drehen. Dann mache ich mich auf den Weg, weil ich heute nicht zu Hause schlafen werde. Aber wie schön sind meine Haare eben geworden. I love it. Ich meine, man sieht jetzt gerade gar nichts mehr davon, weil die Luftfeuchtigkeit heute einfach zu hoch war. Aber es sah richtig gut aus. Und ihr müsst bedenken, ich hatte die Lockenwickler echt nicht lange drin. Aber es war sehr schön. Wir haben sehr schön gegessen, schön Pfeife geraucht. Es war echt schön. Im Übrigen war das hier heute mein Outfit of the Day. Ich hatte so einen, ja, kompletten Jumpsuit an. Sehr, sehr nice. Ist von Shein. Können wir mal kurz darüber reden, wie süß meine beste Freundin ist. Das hat sie mir einfach zu Weihnachten geschenkt, obwohl ich gar kein Weihnachten feiere. Das ist so niedlich. I love it. Reden wir darüber, dass ich mir original eine elektrische Duschbürste gekauft habe, damit ich meinen Rücken anständig reinigen kann. Love it. Das könnt ihr übrigens aufladen. Hat hier so eine Verlängerung mit dran und diese verschiedenen Aufsätze. Das ist auch cool. Das ist so aus Silikon. Das hier ist wie so ein Lufa-Schwamm, den ich sonst auch benutze, aber die hier ist halt echt super. Leute, ich habe mir noch diesen Anzug bei Trendyol bestellt. Ich habe euch letztes Mal schon den Blazer gezeigt. Aber wie hübsch sieht das bitte im Set aus? Also ich glaube, das wird auf jeden Fall morgen mein Outfit. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich werde mich jetzt fertig machen. Wir sind heute auf so einer Show. Bin mal gespannt, wie es wird. Mein Gott, Leute, mein Paket kam an und ich hatte mir ein Neujahresgeschenk gemacht, beziehungsweise Weihnachtsgeschenk. Ich feiere ja kein Weihnachten, deswegen finde ich es cringe, das so zu nennen. Aber ich habe mir einen neuen Schminkspiegel geholt und ich zeige den euch jetzt. Ich setze euch mal einen Amazon-Affiliate-Link unten rein. Das ist die günstigste Variante von dem Spiegel, die ich gefunden habe. Und selbst bei AliExpress kostet der fast 200 Euro. Mein Gott, er ist schon mega hübsch, ne? Okay, Leute, sind wir bereit? Ich freue mich gerade so sehr. Oh mein Gott, wie schön. Toll. Oh mein Gott, das ist mega toll. Hiermit könnt ihr dunkler machen und heller. Oh mein Gott, der ist so schön, Leute. Schaut mal. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich muss ihn zwar noch sauber machen und klar, ich müsste ein bisschen näher rangehen, aber ich kann ihn ja auch zu mir schieben. Ich muss nur die Schrauben
muss mir jemand festmachen, der ein bisschen mehr Kraft hat, weil ich habe nicht so viel Kraft. Aber der Spiegel ist so hübsch. Oh, er ist so hübsch. I love it. So, meine kleinen Zuckermäuschen. Ich habe jetzt gerade eben den Make-up-Look hier für euch abgedreht. Habe jetzt meine Haare eingedreht. Ich glaube, ich werde auch so fahren. Oder die ganz kurz vorher rausnehmen. Ich bin gerade voll unsicher, was ich anziehen soll. Weil irgendwie, eigentlich wollte ich grundsätzlich den Anzug anziehen. Aber irgendwie hätte ich auch Bock auf diesen Strampler, so wie gestern. Es ist so witzig, dass ich es einfach Strampler nenne. Aber ich hätte so Bock darauf, weil es war so bequem. Es war so bequem, ich habe es geliebt. Aber damit auf Toilette zu gehen, war die rein zur Folter. Also Leute, ich bin jetzt da. Ich habe heute meine Haare mal ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es hier oben so nach hinten, weil irgendwie die saßen ganz schrecklich. Also meine Haare saßen eben irgendwie ganz schrecklich. Deswegen habe ich die jetzt oben so zugemacht. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich dachte so, let's try. Ich bin jetzt auf jeden Fall da und wir fahren jetzt gleich los. Nochmal schön. Es war so schön. Ja. Ihr wisst nicht, es war so schön. We are back at home. Ich habe mich des Todes gerade verschluckt. Die kleinen Mäuse sind auch ganz müde. Wir gehen jetzt rein. So, ihr Mäuse, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und ich werde mich jetzt abschminken und schlafen gehen. Ich habe mir jetzt einfach einen Zopf gemacht. Ich werde meine Haare dann einfach entspannt morgen kämmen. Die Extensions rausgenommen, Wimpies abgemacht, aber ich muss sagen, das Make-up hat wirklich fantastisch gehalten. Das Einzige, was bei mir im Laufe des Tages immer weggeht und was ich immer auffrische, sind meine Lippen. Ansonsten hält bei mir alles richtig gut und heute mit meinen Augenbrauen habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe das ein bisschen zu intensiv gemalt, aber egal. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Mein Outfit war übrigens dieser wunderschöne Jumpsuit von Shein und ich habe darunter noch so eine Thermohose angezogen, weil ich bin keine Frostbeule und das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut. So, ich habe mich jetzt weihnachtlich fertig gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich heute noch fertig mache, aber ich habe es getan. Ich habe so eine süße Schleife hier reingemacht. So, die Jacke ist so eine Cardigan von Shein angezogen und dazu noch passende Anzugshose. Und das ist mein Make-up für Weihnachten. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe eben noch die Mäuse geschnitten. Das war ein absoluter Akt, aber egal, ich habe es geschafft und ich mache mich jetzt auf den Weg. Sieht gut aus. Guck mal bitte, was für ein cooles Geschenk ich bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich so Leuchtbänder bekommen. Das Ding ist, der Moss, ihr Hals ist zu klein, deswegen muss die doch von mir am Bauch tragen. Aber wie süß ist es bitte? Ich kann nicht mehr, seid ihr süß? So, ihr kleinen Zuckerpuppen, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich war jetzt gerade noch mit den Hunden. Ich werde mich jetzt abschminken, schlafen gehen. Ich bin richtig kaputt. Ich will aber noch was lesen, damit ich auf mein Leseziel komme. Ich habe übrigens so eine süße Spange hier reingemacht mit so einer Schleife, die ist von AliExpress und ein paar, also zwei Tressen zur Verdichtung in meinen Zopf, beziehungsweise drumherum. Man sieht die safe auch von hinten, aber stört mich jetzt nicht so. Die Jacke ist übrigens von Shein, genauso wie der Mantel und meine Anzugshose. Ja, ich schminke mich jetzt ab und lege mich schlafen, weil ich bin müde. Ich habe den Mäusen jetzt noch Abendessen gegeben. Ich bin dann, ich sehe das erstmal, dass ich auch eine Pigmentstörung bekommen habe, aber ist nicht schlimm. Ich bin richtig durch heute, Leute. Ich bin so froh, dass ich heute meine Bürste hatte, um meine Haare zu kämmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich meine Haare nicht kämmen kann. Guck mal, wie süß, das hat Milo zu Weihnachten bekommen. Beziehungsweise Mia Maus, aber Milo hat sich das schon gekrallt. Ich finde es unnormal niedlich. I love it. Ja, Milo hat übrigens Fanti, ist mit eines seiner Lieblingskuscheltiere. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Schreibt mal bitte einen Elefanten-Emoji unten in die Kommentare, wer diesen Elefanten hier kennt. Ja, auf jeden Fall, die zwei Mäuse sind jetzt gerade am Futter. Ich mache jetzt gleich Licht aus, werde mich hinlegen, ein bisschen noch mein Buch lesen, bis ich müde bin und dann versuchen zu schlafen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin so genervt gerade von dem Buch, weil das Buch hat so unfassbar gut angefangen. Und jedes Mal dieser Switch, wenn sie mehrere Bände macht, dass man aus der anderen Perspektive das nochmal liest, aber nicht so dieses normale aus der anderen Perspektive lesen mit neuen Informationen, sondern du liest diese ganzen Konversationen zwischen den Hauptdarstellern zum zweiten Mal. Es nervt. Es nervt einfach abnormal. Deswegen bin ich die ganze Zeit die Seiten am Durchblättern, weil es gar keinen Sinn macht, das nochmal zu lesen, weil ich weiß ja die Konversation. Ich lese das Buch nicht nach 8 Jahren nochmal, sondern lese den zweiten Band direkt nach dem ersten, was im selben Buch ist. Ja, egal. Ich werde jetzt mit den Mäusen kuscheln. Ich bin froh, dass ich es heute noch geschafft habe, die Mäuse zu schneiden. Hier ist mein kleines Mäuschen.
Du siehst so hübsch aus, Maus. Ich liebe das, wenn die frisch geschnitten sind. Und ja, ich habe übrigens Grinch-Hausschuhe bekommen. Wie süß sind sie bitte? Ich liebe sie. Ja, ich feiere kein Weihnachten, Leute. Ihr wisst das mittlerweile. Deswegen, ihr braucht mir gar nicht frohe Weihnachten oder so zu schreiben. Ich habe es heute an all meine Freunde geschrieben. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ich was bekomme. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht freue. Aber für mich ist das dann eher so, ja, so ein Jahresabschlussgeschenk, wenn man das so sagen kann. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall lesen. Und schau mal, wie weit wir kommen. Oh, ich habe einfach meinen Lieblings-Männerduft gerade auf dieses T-Shirt gesprüht. Und ich bin die ganze Zeit so... Leute, ich bin so ein Geruchsmensch, ne? Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Die Maus sucht sich jetzt gerade wieder im Perfect-Liegeplatz und ist da am Rumkratzen, bis der perfekte Platz gemacht ist. Ich liebe das, wenn die das macht. Das ist so süß. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was sie da wühlt. Oder macht, aber meistens wühlt die so richtig ihren Liegeplatz und legt sich dann erst hin. Das ist super niedlich. Hübsch, Milo ist. Ja, du bist mein kleines Baby. Sag mal gute Nacht. Gute Nacht. Leute, amazing. Ich habe mir einfach Trüffel-Pizza-Brötchen bestellt. Schokoladenmus, bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe heute so einen entspannten Tag gemacht, Leute. Ich habe heute einfach gar nichts gemacht, außer zu schlafen und zu lesen. Und ich war jetzt eben eine ganze Weile am Handy. Ja, es tat richtig, richtig gut, einfach mal zu entspannen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich von dem Botox halten soll. Also gestern fand ich es wirklich perfekt. Aber heute denke ich mir so, hinten geht ein bisschen zu hoch. Aber das lässt mich halt immer so ein bisschen excited wirken, ne? Ich muss aber sagen, es ist echt gut am Wirken diesmal. Ich bin mal gespannt, wie die volle Wirkung aussieht. Und dann schaue ich mal, ob ich hier hinten noch so einen kleinen Punkt haben will, dass so ein bisschen runtergeht. Aber an sich ist es gut, wenn es hinten hochgeht, weil, seht ihr das? Dann geht das nicht so runter. Ja, ich werde jetzt mein Buch weiterlesen, damit ich auf meine 50 Bücher komme. Leute, ich stress mich so krass, was das angeht. Morgen wird aufgeräumt, meine Wohnung, Leute. Meine Wohnung sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also meine Wohnung sieht aus, als hätte ich gefühlt 8 Wochen nicht aufgeräumt, weil ich den einen Tag kamen Kooperationssachen an, es kam alles auf einmal an und ich kam nicht dazu, Müll runterzubringen, also Pappe, Plastik. Diese ganzen Shein-Sachen für den neuen Haul liegen da rum, das will ich morgen auf jeden Fall abdrehen, dass ich alles in den Schrank einräume. Ich muss noch eine Maschine anstellen, meine Wäsche abhängen, die jetzt da hängt, dass alles trocken ist, weil wer kennt's, vor Neujahr wird alles gewaschen und man nimmt keine dreckige Wäsche mit ins neue Jahr. Also komplett klappt das sowieso nicht, weil man immer 1-2 Sachen dann hat. Aber größtenteils sollte alles gewaschen sein, damit man gut ins neue Jahr starten kann. Übermorgen habe ich meinen Nageltermin. Morgen bin ich verabredet. Und morgen muss ich, wie gesagt, früh zu mir losfahren, dass ich alles einmal gereinigt bekomme. Ich muss jetzt gleich nochmal mit den Mäusen gehen. Die haben aber heute auch den ganzen Tag, Leute, ungelogen, den ganzen Tag sind die hier am Schlafen. Also... den ganzen Tag sieht das schon so aus, wie es gerade aussieht. Die sind den ganzen Tag einfach mega müde und platt von gestern anscheinend. Aber das tut auch mal gut, dass die Mäuse einfach am Schlafen sind und ich somit auch entspannen kann. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später. Ich wollte jetzt gleich nochmal duschen gehen, auf entspannt. Und morgen werden dann Haare gewaschen und geschminkt, fertig gemacht. Übermorgen treffe ich übrigens nach meinem Nageltermin Erika. Ich bin gespannt auf ihr Live-Update. Das wird sehr, sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später. Ich sehe gerade aus, als hätte ich keine Sommersprossen. Aber wenn ich nah rangehe, ich habe meine Sommersprossen noch. Ich werde mich jetzt fertig machen, dann gucken, dass ich irgendwie für euch den DM-Haul abgedreht bekomme, damit es wenigstens abgedreht ist. Weil dann fahre ich morgen nach Hause und werde das alles aufräumen. Aber ich habe morgen meinen Nageltermin. Ich bin morgen mit Erika verabredet. Heißt, ich muss mich morgen nochmal fertig machen. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, heute meine Haare nicht zu waschen, sondern meine Haare entweder im Zopf oder im Dutt zu tragen. Eine ganz entspannte Jogginghose anzuziehen, weil wir sehen uns wieder. Wir wollten einfach ein bisschen quatschen. Aber dieses Chaos hier, ich kann das nicht mehr sehen. Das Ding ist, ich bin die ganze Zeit ja nicht zu Hause, deswegen, ich sehe es ja nicht. Aber ich muss es dringend bewältigen. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich jetzt noch eine Waschmaschine anstellen soll. Aber ich glaube, ich stelle jetzt wirklich noch eine Waschmaschine an. Damit ich nämlich die Handtücher noch aufhängen kann, weil dann trocknen die nämlich bis morgen, übermorgen. Weil die muss ich ja auch noch in den Schrank tun. Ich meine, Handtücher gehen schnell, aber trotzdem. So, ich bin jetzt fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Outfit bleiben soll, aber irgendwie fühle ich es heute. Ich habe so komplett rotes Outfit an. Meine Hose ist rot, mein Pullover ist rot und irgendwie, ich fühle es, aber irgendwie fühle ich es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt noch Wäsche aufhängen. Ich habe gerade einen DM-Haul für euch gedreht und dann mache ich mich auf den Weg. Hm.
Leute, ich bin jetzt da. Ich warte jetzt auf Baran. Der ist immer zu spät. Ich dachte mal, wir Frauen sind zu spät dran, aber anscheinend nicht. Lo ist auch auf dem Weg. Die hat auch Verspätung. Ich liebe es, dass wir alle gleichzeitig Verspätung haben und somit gleichzeitig da sind. Ja, ich fühle mich heute nicht ganz so. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt doch einen schwarzen Hoodie angezogen, eine schwarze Jogginghose, weil irgendwie dieses, mich triggert es, dass das Rot nicht gleichmäßig rot ist. Also es war nicht das gleiche Rot, wisst ihr? Good morning in the morning. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Brie, zu der süßen Maus. Die macht nämlich heute wieder meine Nägel. Und ich hatte euch ja gezeigt, ich musste die Strasssteine abmachen. Ich bin überall hängen geblieben. Ich habe den Nervenzusammenbruch gekriegt. Aber ich glaube nicht, dass es an ihrem Kleber lag, sondern an den Strasssteinen selbst. Weil ich habe die nämlich auch und habe die noch nicht benutzt. Und ich hatte ja letztes Mal auch Strasssteine und da hatte ich gar keine Probleme. Hier seht ihr meine Nägel nochmal vorher. Ich war verliebt, Leute, in die Form, in die Länge. Es war so schön und ich liebe dieses French. Da haben wir dann einmal den Aufbau gemacht, die Form gefeilt, dann haben wir das French gezeichnet und ich habe mich diesmal für ein glitzerndes French entschieden. Und Leute, es ist so wunderschön geworden. Schaut mal bitte, wie wunderschön. Ihr seht das Ganze gleich auch nochmal im Tageslicht, aber es glitzert und funkelt so perfekt für Silvester und ich freue mich einfach unnormal. Wir haben einfach schon einen Plan, was wir im Februar für Nägel machen, aber ich freue mich sehr. Sie ist im Übrigen in Solingen. I'm on my way. Ich treffe mich jetzt mit Erika. Ich habe jetzt meine Haare eingewickelt. Ich habe meine Clip-in Extensions bei meinem Mann vergessen. Ich krieg Nervenzusammenbruch, egal. Deswegen, ich habe jetzt keine Extensions. Ich muss jetzt meine Haare im Lockenwickler lassen. Ich finde es auch sehr witzig, diese Stiezchen hier, aber egal. Ich habe jetzt meine Haartabletten mitgenommen, weil ich die letzten Tage immer vergessen habe zu nehmen. Ich würde sagen, Leute, auf los geht's los. So, Leute, ich bin gerade zu Hause angekommen. Habe jetzt dem Postboten die Pakete übergeben. Und werde mich jetzt um dieses ganze Chaos hier kümmern, weil ich das seit fast einer Woche verschiebe und ich kann es nicht mehr sehen. Wir haben literally 3 Tage Silvester und ich brauche diese Ordnung, wenn ich hier reinkomme, weil ich kriege einen Anfall. Deswegen, ich werde jetzt alles aufräumen und dann wieder dahin fahren, wo ich herkomme. So Leute, we did it. Ich habe jetzt noch Wäsche aufgehangen, habe jetzt noch hier die Sachen eingesteckt, die laden müssen. Und morgen werde ich hier noch einmal komplett durchwischen. Mein Spiegel muss ich übrigens immer noch richtig festschrauben, weil der ist noch nicht fest. Und ich sehe interessant aus, wenn man das nett ausdrücken kann. Achso, übrigens, ich habe die Blumen in weiße Blumen gewechselt. Ich finde, das ist echt schön geworden. Ich muss die jetzt nur noch mal ein bisschen hier rauszuppeln. Weil ich sehe das immer, wenn ich da hinten sitze, ob die symmetrisch sind oder nicht. Aber wie hübsch. Wie hübsch, Leute. Ich liebe meine Blümchen. Die sind von Shein. Und ich habe jetzt einmal Sommerblumen und einmal Winterblumen. Das ist toll. Ja, ich habe jetzt eben noch einmal alles sauber gemacht. Hänge jetzt noch einmal die neue Decke von Shein auf. Die habe ich nämlich jetzt auch noch mal durchgewaschen. Und morgen wird hier einmal durchgewischt und einmal richtig alles geklänzt. Und Küche muss ich auch noch aussortieren. Dann habe ich alles aussortiert, was ich aussortieren wollte. Oh, dann habe ich alles aussortiert, was ich aussortieren wollte. Und dann fehlt nur noch der Sheinhall, dass ich da alles in den Schrank räume. Und dann ist alles einmal sortiert, aufgeräumt, sauber gemacht. Und ich würde sagen, das lieben wir. Spülmaschine habe ich eben auch noch mal angestellt. Und Leute, mir geht das hier zu schnell mit Silvester. Ich sage es euch ehrlich, mir geht das einfach zu schnell. Ich habe das Gefühl, wir haben morgen schon Silvester. Morgen ist der 29. Morgen ist Freitag. Morgen kommt meine HelloFresh-Lieferung. Und ich fühle mich einfach restlos überfordert. Ich brauche noch 5 Tage. Können wir noch 5 Tage das alte Jahr haben, bitte? Das ist mir einfach zu schnell hier mit Silvester alles. Egal. Ja, Hunde wollte ich noch waschen. Meine Fußnägel muss ich noch machen. Ich bin stressed. So, jetzt machen wir noch einmal die Maschine hier komplett auf. Drehen das Wasser einmal ab, damit hier nichts passieren kann. Und das einmal auslüfte. Dann machen wir das morgen nämlich zu. Die Seifenspanne habe ich aufgefüllt. Das Bad habe ich eben sauber gemacht. Ich muss wirklich nur noch einmal durchwischen. Und die Selbstheiltasche zur Post bringen, die hier steht. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich packe jetzt noch unsere HelloFresh-Gerichte. Ich habe noch 3 Stück ein. Und morgen kommen wieder 3. Oh mein Gott, wie verpeilt kann man sein? Ich habe einfach die ganze Zeit vergessen, die Gerichte mitzunehmen. Egal. Ich setze mich jetzt ins Auto, fahre los, packe die Gerichte noch ein. Halte bei der Post, muss meine Pakete nämlich noch wegbringen. Und das Geile ist, ihr könnt zur Packstation fahren, also zu diesen Kästen und das selber da einwerfen, ohne zur Post zu müssen. Lieben wir, weil ich habe keinen Bock auf Menschen gerade.
Ich möchte hier einmal den Vlog beenden und ich drehe das jetzt vor, bevor ich den Vlog schneide, weil ich alles in diesen Vlog von diesem Jahr packen wollte. Und deswegen geht der Vlog am Sonntag auch online an Silvester. Ihr werdet das Ganze sehen, bevor ihr ins neue Jahr rutscht, und irgendwie werde ich gerade ein bisschen emotional. Es ist so komisch, gerade das Jahr schon zu beenden, obwohl wir gerade mal Freitag haben. Aber das Video kommt auf jeden Fall am Sonntag online. Ich hoffe, dass ihr das ganze Jahr mit mir genossen habt, dass ihr mein Wachstum gesehen habt, wie ich mein Wachstum gesehen habe. Und ich bin unfassbar dankbar und habe euch alle so unfassbar lieb. Ich bin so dankbar, euch an meiner Seite zu haben. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht möglich. Und eure ganze Liebe auch in den Kommentaren oder auch bei der Mag-ich-Funktion hier unter den Videos, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich wirklich unfassbar über jede einzelne Reaktion von euch, egal ob, wie gesagt, in Kommentarform oder Like oder allgemein, dass ihr einfach nur das Video anschaut und da seid, ob ihr mir bei Instagram folgt, ob bei TikTok. Ich sehe euch alle, Leute, und ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet und dass ihr auch immer da seid, auch wenn irgendwas ist. Und ja, ich wollte hier einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr mir folgt und danke, dass ihr mich das ganze Jahr über unterstützt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch motiviert für das neue Jahr, euch neue Vorsätze zu geben. Und ich habe euch einfach so unfassbar dolle lieb. Ich bedanke mich bei euch wirklich für dieses wundervolle Jahr und würde sagen, 2024 wird einfach nochmal der absolute Wahnsinn. Egal, ob was Videos hier auf meinem Kanal angeht oder allgemein, 2024 wird einfach unser Jahr, Leute. Genauso wie die darauf folgenden Jahre. Und ja, ich würde sagen, ihr habt meine Entwicklung gesehen. Falls ihr mir weiterhin folgen wollt, freue ich mich natürlich. Und falls ihr neu hier seid, freue ich mich natürlich umso mehr. Also falls ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Ich habe euch ganz doll lieb und würde sagen, auf ein wunderschönes Jahr 2024. Falls ihr das jetzt gerade noch im alten Jahr seht, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr verbringt einen wunderschönen Abend mit euch alleine oder mit euren Liebsten. Ich habe euch ganz doll lieb. Fühlt euch gedrückt, geküsst und bis 2024. Ciao, ciao.